Fast 250.000 Menschen sind jeden Tag am Hauptbahnhof in Hannover unterwegs. Pendler, Reisende, Gestrandete, jeder mit einem anderen Wunsch, einer anderen Vergangenheit, einer anderen Geschichte. Wollen Sie wissen, was in den verschiedenen Köpfen vor sich geht, was die unterschiedlichsten Menschen denken? Das können Sie. Ein neues Theaterstück macht's möglich. Meine Kollegin Josi Wübben kam ganz begeistert von der Premiere zurück. Theater und Bahnhofsalltag. Hier begegnen sich zwei Welten. Sie haben von uns einen Empfänger mit Kopfhörern, eine Eintrittskarte sowie ein Programm erhalten. In dem Programm sind 8 Stationen markiert, an denen sich je ein Darsteller befindet. 35 Zuschauer sind zur Premiere von Hannover Central Station gekommen. Nur über ihre Kopfhörer können sie die Monologe der überall im Bahnhof verteilten Schauspieler hören. Die anderen Menschen hören nichts und wundern sich ein bisschen über den stimmlosen Mann in der Bahnhofskneipe. Über den Kopfhörer lernen die Zuschauer den rauflustigen Taxifahrer Tom kennen. Ihnen erzählt er zum Beispiel von den ganz eigenen Gesetzen seiner Branche. Es gibt ja auch viel mehr Taxen als Polizeiwagen. Also, wenn einer von uns angegriffen wurde oder überfallen wurde, dann kamen sie aus allen Ecken. Bin ja selber ein paar Mal involviert gewesen in solche Sachen. Mal ein Messer im Bein, mal in eine Kanone geguckt. Also Sachen. Klingt verrückt. Aber Toms Geschichte ist nicht ausgedacht. Genau wie die vom Putzmann in der Eingangshalle. Der kommt aus Syrien. Aus Kamschli. Das liegt in Asien. Zwischen der Grenze von der Türkei und Irak. Oder die Geschichte vom Punkmädchen Laura, das auf der Straße lebt. Geschlafen habe ich gar nicht. Jedes Mal, wenn mir die Augen zugefallen sind, kam wieder so ein Schreckmoment so. Du bist nicht zu Hause, bleib wach, es kann alles passieren. Und es schwirrt einem die ganze Nacht durch den Kopf. Und morgens ab 4:30 bist du halt wieder so hellwach, dass du von dort so schnell wie es geht wieder weg willst. Regisseur Sascha Schmidt hat Menschen, die er auf dem Bahnhof getroffen hat, interviewt und ihre Aussagen aufgeschrieben. Dann hat er Schauspieler in ihre Rollen schlüpfen lassen. Die Leute sollten im besten Fall das Ganze wie einen Film erleben, dass sie durch so eine Wirklichkeit gehen und auf einmal in Köpfe von Menschen reingucken können. Und dass sie halt vielleicht durch Geschichten überrascht werden. Dass sie vielleicht Leute, an denen sie sonst vorbeigegangen wären, auf einmal sich anders angucken, weil sie denken, auch da könnte eine total interessante Lebensgeschichte sein, die vielleicht Wendungen hat, die man nicht erwartet. Die prominenteste Schauspielerin im Ensemble ist Rebecca Simoneit-Barum, die viele nur als Iffi Zenker aus der Lindenstraße kennen. Sie spielt sich selbst und erzählt, wie sie als Zirkuskind der Lindenstraße wegen ohne ihre Eltern nach Köln gezogen ist. Ich habe die unten immer schon verabschiedet. So, tschüss, jetzt geht mal. Hab mir dann eine Zeitung geholt oder ein Buch und bin alleine in den Zug gestiegen. Und wenn der losfuhr und ich habe dann womöglich noch den Zirkus gesehen, das war immer grauenvoll. Auf Reisen sein, wo gehört man hin, wo ist man zu Hause, Bahnhof, das ist einfach mein Thema. Und ich wollte unbedingt Teil dieses Projektes sein und natürlich auch mal in meiner Heimat spielen, das war mir auch wichtig. 250.000 Menschen laufen jeden Tag durch den Hauptbahnhof Hannover. Jeder einzelne von ihnen hat eine Geschichte und wahrscheinlich hätte jede einen Applaus verdient.